Wunder gibt es immer wieder, erst recht beim Fußball. Wann würde es besser passen als am Samstag? Alles zum Showdown am letzten Spieltag gibt es jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Ich darf euch heute zum letzten Mal in der Saison zum Feiertagsmagazin begrüßen. Und es gibt ein Novum. Seit 10 Jahren zum ersten Mal wieder die Entscheidung am letzten Spieltag. Da freuen wir uns riesig drüber. Und das Beste ist, wir sind mittendrin. Showdown am letzten Spieltag. Mit dem BVB als Herausforderer. Schwarz-Gelb hat das schon erlebt und gemeistert. Fernduell mit Werder Bremen in der Saison 94-95. Dortmund braucht einen Sieg und Schützenhilfe. Die kommt damals aus München. Jetzt ist Borussia erneut auf Unterstützung aus München angewiesen. Diesmal allerdings von Eintracht Frankfurt. Damit am Ende wieder Schwarz-Gelb jubeln darf. Ja, und einen Tag vor der großen Entscheidung kann natürlich nur ein einziger Gast hier im Feiertagsmagazin sein. Der Boss, Aki Watzke, ist hier. Aki, herzlich willkommen. Robert, schön, dass du hier bist. Ja, wir haben den Beitrag gerade gesehen von 94, 95. Wie hast du den Titel damals erlebt? Ich war da, muss aber zu meiner Schande gestehen. Ich hatte irgendwo meine Karten, hatte ich Freunden versprochen und hatte dann keine Karte. Ich habe mich aber natürlich dann trotzdem, eingedeckt noch und habe dann aber das erste Mal in meinem Leben auf Nord gestanden, weiß ich noch wie heute, und habe das dann von Nord aus verfolgt und war spektakulär. Ich hatte noch einen Jungen dabei, den hatte ich mitgenommen. Der ist sofort dann über den Zaun, hat sich ein Stück Rasen rausgeschnitten, ne? Und war spektakuläre Geschichte. Ja, ja. Wir haben drei interessante Parallelen entdeckt. Damals hat der BVB auch nach dem direkten Duell gegen den Konkurrenten die Tabellenführung abgegeben. Es gab ebenfalls einen 3:2-Sieg am 33. Spieltag und die Schützenhilfe kam vom Tabellensechsten. Das ist der Platz, auf dem jetzt Eintracht Frankfurt steht. Sehr interessant. Ich frage mich zwar immer wieder, wer sowas raussucht. Aber was macht dir von den drei Dingen am meisten Hoffnung? Nee, ich habe das ja schon erlebt. Ich hatte ja kurz vorher Matthias kennengelernt, da auf diesem legendären Flug nach München. Und von daher habe ich da schon ein bisschen Tuchfühlung gehabt. Und es war eine besondere Konstellation damals, weil Otto Rehagel, der Trainer von Werder Bremen war, hatte für die neue Saison bei Bayern unterschrieben. Ja, und er hatte also quasi jetzt sein letztes Spiel gegen seine neue Mannschaft. Und da ist mir aufgefallen, ich war Freitag auch beim Abschlusstraining gewesen. Und dann habe ich damals gesehen, wie der Ottmar, das konnte der ja gut, strategisch war er ja immer gut unterwegs. Der Ottmar hat die ganze Zeit überall in allen Medien da keinen Zweifel dran gelassen, dass Bayern Bremen schlagen wird. Und dass wir zu Hause gegen Hamburg gewinnen, was ja damals auch nicht ganz einfach war, weil wir hatten ja keinen Sturm, weil Kalle Riedle und Schappi waren ja beide verletzt. Und hat aber alles... Ach, das hast du alles, dass du das alles doch weißt, das ist ja unfassbar. Das habe ich alles. Ich war, wie gesagt, ich war beim Abschlusstraining hier im Rabenloh. Damals hatten wir noch einen Platz, der war nur noch 93 Meter, glaube ich, lang. Und dann auch dann beim Spiel. Ne? Und dann nachher, die Feier war im Goldsaal, das weiß ich auch noch. Hatte ich aber noch keinen Zutritt. Ich war nur draußen, habe dann in der Menschenmenge gestanden und habe dann den Leuten dann zugejubelt, die dann da reingegangen sind. Ja, ja. Das ist ja wirklich kaum zu glauben. Wie ist dein Eindruck jetzt im Moment von der Mannschaft? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Woche hatte ich so viele Termine, dass ich noch gar keinen wirklichen Eindruck habe. Aber ich glaube, dass die Mannschaft den größten Druck jetzt nicht mehr hat. Das habe ich am Samstag schon gesagt, weil ich habe ja schon gemerkt auch, dass alle so ein bisschen Angst vor der Situation hatten. Die Bayern gewinnen nicht in Leipzig und wir gewinnen nicht gegen Düsseldorf und haben es dann hier versiebt. Ne? Das war schon ein großer Ballast. Ich glaube, jetzt hat man schon das Gefühl, dass wir eher was gewinnen können, als was verlieren können. Wir haben 73 Punkte. Die Saison ist für uns insgesamt sehr gut gelaufen. Mhm. Jetzt sollten wir noch das Tüpfelchen auf das I setzen. Und das hat man ja schon gemerkt, dass da auch bei Bayern, ich glaube,
Brazzo hat am Samstag gesagt, wenn wir nicht Meister werden, ist eine Scheißsaison. Was ja letztendlich auch heißt, dann da ist das schon Druck, ist doch klar. Ja, auf jeden Fall, bin mal gespannt. Und du hast ja auch klar gesagt, wir haben gar keinen. Der große Druck liegt nur bei den Bayern. Glaube ich jetzt auch in diesem Moment. Weil ja die Mehrheit rechnet ja schon damit, dass die Bayern am Samstagabend dann Meister sind. Wobei für mich ist das eigentlich schon das richtig Schöne, dass wir so eine Situation mal wieder haben. Ich habe das ja selbst auch noch nie erlebt. Ich mache das jetzt 14 Jahre, aber ich habe noch nie erlebt, dass der BVB am letzten Spieltag so eine Situation hat. Die Meisterschaften, die waren immer am 32. Spieltag schon klar. Und das ist also für alle was Neues. Und ich merke das ja auch. Ich war jetzt, wie gesagt, diese Woche viel unterwegs, auf vielen Flughäfen. Und überall rufen die Leute dir zu, von an jeder Ecke, viel Glück für Samstag und so. Ne? Und die Deutschen. Das ist aber auch was Schönes, wenn ja, du merkst, perfekt, egal wo, ne? Du bist in Deutschland, ja, dass ist, alle dir die Daumen geben. Ja, aber alle freuen sich auch, dass es mal wieder so einen Showdown gibt. Ne? Und das haben wir bewirkt, dass die Bayern an so einem Showdown beteiligt wurden. Da wäre vor der Saison wahrscheinlich jeder drauf gekommen. Ne? Und wir hatten, ich weiß nicht, wie viel Punkte Rückstand wir letztes Jahr auf Bayern München hatten. Ich tippe mal so 25 plus X. Und jetzt sind zwei. Und das ist schon eine großartige Leistung von der Mannschaft und vom Trainerteam, das ist ja klar. Vielleicht sind es ja noch weniger am letzten Spiel oder nach dem letzten Spiel. Ja, weniger würde nichts nützen. Ein knapper Vorsprung wäre. Ja, cool, da könnte ich auch gut mitleben. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen zurückschauen. Es war interessante Saison, eine Saison, die lang kräftezehrend und sehr ereignisreich war. Der 34. Spieltag steht an. Zeit für ein Fazit. Im Sommer der Neustart. Neue Spieler, neuer Trainer, neue Führungskräfte. Ausgerufen als Übergangssaison mit Champions League-Qualifikation. Doch aus Übergang wird überragend. Beste Heimmannschaft der Liga, emotionale Siege, faszinierender Fußball. Wenn auch mit dem ein oder anderen Rückschlag. Die Krönung ist weiterhin möglich, am Ende einer überragenden Übergangssaison. Ja, wie lautet dein Fazit bis hierhin? Ja, Bundesliga ist sehr gut gelaufen. Das hätten wir uns ehrlich gesagt nicht träumen lassen. Und das ist ja immer das Schöne, ist ja immer, dass die Medien sich das ja auch dann nicht mal auf Wiedervorlage legen. Also wenn du vor der Saison, die Wochen bevor der Saisonstart war, wenn du da mal die Medien verfolgst, das hat ja nicht ein einziger uns irgendwo auf der Rechnung gehabt, aber auch gar nicht. Und insofern, um uns dann vorzuhalten, dass wir vielleicht auch hätten Meister werden können oder müssen, das wissen wir ja selbst. Aber auch wenn wir dann mal ein paar Punkte Vorsprung hatten, die haben wir uns ja auch selbst erspielt. Die haben wir ja nicht, wir sind ja nicht mit, damit man anderer Meister wird, mit 6 Punkten Vorsprung gestartet, sondern haben wir uns schon erarbeitet. Und genauso gut wie wir jetzt, natürlich denkst du, mein Gott, Hoffenheim, zweite Halbzeit, 3-0 in Führung. Und dann geben wir noch 2 Punkte ab. Aber das hatten die Bayern auch. Die haben auch gegen Fortuna Düsseldorf 3-1 geführt. Die haben auch in Nürnberg unentschieden gespielt. Und die Nürnberger haben in der 90. noch einen Elfmeter verschossen. Solche Situationen hast du. Fakt ist, nach 33 Spieltagen sind wir 2 Punkte am Bayern München dran. Und das ist mehr, als wir wirklich erwartet hatten. Jetzt wurden viele Spiele in der Nachspielzeit entschieden. Und jetzt gibt es auch noch ein Herzschlagfinale. Oder wir wissen natürlich, du bist ein sehr emotionaler Mensch. Wie hältst du das überhaupt aus? Ja gut, am Samstag wird es wieder schwer, das ist ja klar. Das ist also der Druck, den man aushalten muss, der ist schon gewaltig. Das ist klar, weil man sich auch selbst immer unter Druck setzt. Ich will ja immer möglichst alles gewinnen. Und das hängt aber am letzten Spiel da auch sehr stark von der Dramaturgie ab. Wenn es passiert, dass die Bayern gegen Frankfurt die ersten 10 Minuten 2 Tore schießen, dann wird es sicherlich von der Dramaturgie her relativ ruhig. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Und ich habe ja schon so viele Dinge erlebt. Ich kann mich noch gut erinnern, 2001, Bayer Leverkusen, die hatten eine Mannschaft, da bist du niedergekniet. Die waren im Champions-League-Finale gegen Real Madrid, haben bis Viertelstundenverschluss Einzel geführt und mussten danach Unterhaching und die waren abgestiegen und die mussten nur einen Punkt holen. Ja, nach 5 Minuten haut dann irgendeiner eine Ecke rein und der Ballack macht ein Eigentor. Und solche Dinge passieren. Oder du kriegst in der 10. Minute eine rote Karte. Oder was weiß ich, was an einem letzten Spieltag ist alles möglich. Und das ist ja das, wo wir auch jetzt diesen Optimismus herziehen. Und
wenn du das Gefühl hast, du hast diese Saison eine gute Saison gespielt, die Mannschaft hat alles dafür gegeben, erfolgreich zu sein, und jetzt kannst du am Ende vielleicht noch das Tüpfelchen aufs I setzen, das wäre wunderbar, aber wir fallen auch nicht ins Bodenlose, wenn es nicht so ist, ne? Und das ist schon eine ganz coole Situation. Also mit anderen Worten, wir können uns auf den Samstag freuen. Ja, wir können uns auf den Samstag freuen. Und unser Ziel muss es sein natürlich, dass wir das, was wir dieses Jahr hingekriegt haben, dass das die nächsten Jahre, die Bayern werden immer das Maß aller Dinge sein. Und wir müssen versuchen, auch die nächsten Jahre dann immer wieder mal ranzukommen an sie. Das ist der Weg. Und in Frankreich und in Italien, die Leute werden glücklich, wo Paris jetzt bis 2100 jedes Jahr Meister wird und Juventus Turin auch, die werden glücklich, wenn sie mal so eine Situation hätten. Sehr schön. Also wir sind natürlich alle schon aufgeregt, das ist natürlich ganz klar. Also zum letzten Mal heißt es allerdings in dieser Saison auch Dönnekes mit Fritz. Fritz erzählt uns wieder Geschichten, die sind wahr oder nicht wahr. Es geht natürlich um den 34. Spieltag. Ich gebe dir mal die Karten. Und wenn wir jetzt mal auf den Gesamtstand schauen, bisher, den kannst du ja nicht wissen. Wird dir Das kommt ja anscheinend nicht überraschend. Also das, was. Ja, das war mir klar, weil du hast ja da immer einen Heimvorteil. Nein, ich habe mich da in einem langen Match mit 59 zu 52 nach vorne gearbeitet. Du kannst ja rein theoretisch nicht mehr gewinnen. Aber ich möchte ja einen Wettkampf mit dir haben. Ich weiß, dass du gerne schon mal ein Gläschen Wein trinkst. Ja. Jetzt war ich mir nicht 100% sicher. Ich glaube, du trinkst Rotwein lieber. Nee, ich habe viele Jahre eher Weißwein bevorzugt. Ja. Und jetzt mit zunehmender Lebensreife auch gerne mal einen Rotwein. Ja. Okay, ich glaube, ich weiß, was du gerne trinkst. Ja, okay. Ja, der ist ja nicht so ganz günstig. Ich würde da ich würde da wirklich den absolut besten Lugana gegensetzen. Sagen wir mal ja, eine Kiste. Wäre das so in Ordnung? Ja. Wollen wir darum? Ich habe wirklich keine Ahnung, was es hier geht. Oder wir können auch zwei Flaschen machen oder so. Zwei Flaschen, wir sind ja bescheidener Verein. Ganz genau. Ja. Also, es geht um zwei Flaschen. Dönnekes mit Fritz, und ich bin jetzt wirklich gespannt, was jetzt kommt. Ja, Bundesliga-Finale. Der BVB spielt in Mönchengladbach zum sechsten Mal an einem 34. Spieltag. So oft wie gegen keine andere Mannschaft. Gestern noch auf einer Veranstaltung mit Fritz. Ich sage, weißt du, was das Schlimmste bei der ganzen Geschichte ist? Du lügst mich an und wirst noch nicht mal rot. Ja, das kann er ja. Ich weiß es nicht. Also, 3, 2, 1. Das ist ja klar. Ich kann mich an ein paar Spiele erinnern, von daher ist es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Wir haben mal 12-0 verloren, das war glaube ich 77. Wir haben 2009 haben wir da 1-1 gespielt, also von daher die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein paar Mal am letzten Spieltag gespielt haben, das ist also jetzt aber auch nur eine Vermutung. Jetzt die Auflösung. Das stimmt. Bisher lagen die Kölner und die Gladbacher mit jeweils 5 Aufeinandertreffen am letzten Spieltag gleich auf. Nun liegen die Gladbacher vorn. Sehr schön. 1-1. Bei den bisherigen Aufeinandertreffen am letzten Spieltag gab es eine Kuriosität. Borussia verlor nie in Gladbach, Gladbach verlor nie in Dortmund. 3, 2, 1. 12-0 verloren, 77, also konnte nicht stimmen. Ja, das stimmt. Die Gladbacher gewannen in Dortmund zweimal. Borussia verlor in Gladbach noch nie. Das 0-12 aus dem Jahre 1979 ereignete sich in Düsseldorf. Ach du Scheiße. Ja. Oh. Das ist aber jetzt wirklich. Das ist aber jetzt. Naja, gut. Das ist aber jetzt Haarspalterei. Es bleibt unentschieden. Ja. Das 0-12 hatte handfeste Folgen für die Spieler. Sie mussten nach der Rückkehr den Mannschaftsbus waschen. Ich glaube, die hätten ein Jahr lang den Mannschaftsbus waschen sollen. Ich weiß es nicht. 3, 2, 1. Das stimmt nicht. Der damalige Busfahrer Juppie Wittlaack hätte sich auch dagegen verwehrt, unqualifizierte Kräfte an seinen Bus zu lassen. Sehr gut, Fritz. Ja, damit habe ich verloren. So, jetzt kannst du natürlich aussuchen, was ich dir holen muss. Reden wir nochmal separat drüber.
Ich habe verloren, das mache ich. Ja, aber wir nehmen ich weiß ja, dass du ein sparsamer Mensch bist und den sowieso irgendwo organisierst. Nein. Dann nehmen wir mal einen Weißwein, ja. Der wird ja aber schmecken. Ein Cardiff Rati nehmen wir, ja. Ich glaube, einen besseren. Ja, dann nehmen wir einen besseren. Mach du. Ich werde dir dann sagen, ob der auch dann in Ordnung war. Okay, wir sehen jetzt den Endstand. Ich bin natürlich sehr stolz, 60 zu 54 und am Ende gut gegen Boss zu verlieren. Ja gut, du hättest dir vielleicht auch ein paar kompetentere Gäste holen sollen, dann wärst du auch nicht so deutlich in Führung gewesen. Ne? Also ganz ehrlich, wenn du jedes Mal hier sitzen würdest, sähe es vielleicht anders aus. Da gebe ich sogar recht. Oh ja. Ja, du weißt einfach zu viel. Das ist nicht gut. Nein, aber das ist ja auch schön so. Du hast ein wunderschönes Geschenk mitgebracht für unsere Stiftung Leuchte auf. 89er Sonderedition. Du, wie immer, dezent im Hintergrund. Das hat mir am besten daran gefallen. Und das signieren wir jetzt mal zusammen, würde ich sagen. Ne? So, anders rumdrehen. Und das versteigern wir natürlich auch wieder zugunsten unserer Stiftung. Wir haben es wirklich geschafft, mit den Geschenken meiner Gäste in diesem Jahr über 12.000 Euro zusammenzubekommen. Und ich denke, das ist ein stolzer Betrag. Und das hier mit deiner Unterschrift wird natürlich auch nochmal einige Euro in die Kasse spülen. So, ein wunderbares Bild und wir kommen jetzt noch zum Abstauber. AG. Drei schnelle Antworten von dir. Ich fange an und gebe quasi was vor und du sagst den Rest. Die Hoffnung auf die Meisterschaft ist bei mir noch absolut vorhanden. Heute Nacht werde ich noch gut schlafen, morgen Nacht wird es weniger. Morgen um 15.30 Uhr geht's los und das werden dann sicherlich zwei sehr emotionale Stunden werden. Hier steht es zwar nicht, morgen um 17.20 Uhr. Hoffe ich, dass der BVB die nächste deutsche Meisterschaft eingefahren hat. Das wünschen wir uns alle. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin 2018/2019. Und ihr drückt zu Hause sicherlich auch die Daumen, egal wo ihr seid. Ich kann euch das Internetradio natürlich ans Herz legen. Sky, egal wo oder im Stadion. Drückt unseren Jungs die Daumen. Vielleicht schaffen wir es noch. Wir wollen das natürlich alle irgendwie noch mal miterleben und mit dem Zug natürlich um den Borsigplatz fahren. Sonntag, 14 Uhr. Also denkt dran. Danke.